Jo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und wie ihr seht, sind wir hier mal wieder bei IDEO Pro und wir werden uns heute angucken, wie das Exodia Deck so performt. Und ich kann euch direkt sagen, also es macht so viel Bock zu spielen und es ist super simpel. Das ist halt eigentlich eine der geilsten Sachen. Aber bevor wir loslegen, checkt doch sehr, sehr gerne mal den Link zu Gate to the Games immer in der Beschreibung aus. Da bekommt ihr nämlich 5% Rabatt mit meinem Rabattcode und wenn ihr was findet, freue ich mich sehr. Supportet mich ein bisschen, wollte ich einfach mal nur gesagt haben. Ja, und das erste Duell, was wir hier haben, ist gegen Azamina Whitewoods. Auch ein Deck, was auf jeden Fall in Zukunft gut werden wird. Und ich werfe hier mal direkt unseres Dogwood ab, weil ich mir dachte, ey, wir setzen ihn mal direkt unter Druck. Entweder er macht keine Summons, wir verlieren die Hälfte unserer Lebenspunkte, aber dann hat er nichts. Und weil er nicht weiß, was wir spielen, macht das eigentlich niemand. Und ja, deswegen kriegen wir jetzt richtig, richtig schön Lebenspunkte. Das tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und in dem Deck habe ich ja in meinem Deckprofil schon erklärt. Guckt euch das gerne an, ist hier auch unten verlinkt. Erkläre ich nochmal, warum ich sie spiele, aber hier sieht man es auch sehr gut. Wir kriegen jetzt so viele Life Points und dadurch wird Exodia immer gefährlicher und gefährlicher, weil sie immer stärker wird. Genau. Ja, wir kriegen jetzt wirklich haufenweise Life Points, was halt einfach mega, mega geil ist. Das Gute daran ist halt auch zum Beispiel, dass man sagen könnte, ey, wenn man nicht die perfekten Boardbreaker und so gezogen hat, man gibt einfach ab und macht einfach nichts so. Wir haben aber jetzt den Lava-Golem gezogen, der auf jeden Fall super ist. Suchen uns jetzt hiermit ja, unseren Millenniums-Ankh, haben Exodia und können jetzt eigentlich für OTK gehen. Das wäre jetzt ein bisschen schlecht gespielt von mir, weil wir so die Hälfte der Life-Points verloren haben. Ich hätte einfach in die Battle-Phase gehen sollen und mir die aufheben für irgendwann, wenn wir weniger Life-Points haben und der OTK schwieriger wird, weil Exodia wäre ja selber auf 15.000 oder so gekommen. Ich habe jetzt die Hälfte der Life-Points bezahlt und jetzt kommt eine Imperm. Die kann ich zwar annullieren, aber der Gegner hat noch eine Imperm und das ist halt super bitter, weil wir so halt, ja, mit Exodia nicht suchen können in Endphase und keinen OTK bekommen. Ja, das sieht jetzt natürlich ein bisschen blöd aus. Aber das Geile ist, wir haben immer noch recht viele Life Points und wir haben ja nochmal unsere Dogwood und die benutze ich direkt wieder. Dann kann der Gegner uns eigentlich nicht besiegen, oder nicht eigentlich, der Gegner kann uns nicht besiegen, außer er spielt Tenpai. Wir haben ja eine Negation, das heißt, wir können das auf jeden Fall einmal annullieren. Und er kann sie jetzt halt nochmal benutzen, aber er muss halt mehr Ressourcen dafür verwenden. Und jetzt holt er die und jetzt, das ist halt wichtig, können wir sie auf den Grave schicken mit unserem Blue Eyes? Deswegen hat er sie direkt angekettet und was aus dem Deck gespecialt. Weil diese neue Karte ist eigentlich ziemlich gut, weil die allen Kampfschaden auf uns umlenken. Bisschen wie die Jubel-Karten, glaube ich. Und jetzt banisht er noch unsere Exodia. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Und wir haben halt nichts mehr auf dem Feld. Er hat uns mit fetten Monstern angegriffen. Wir haben trotzdem noch 9000 Life Points. Und jetzt sieht man die Stärke dieses Decks, weil wir einfach jede Runde das Gleiche machen können. Wir werfen ihn ab. Selbst wenn er jetzt eine Negation hätte, wäre es egal. Wir kriegen Exodia, wir gehen einfach in die Battle Phase, weil seine verdeckte Karte könnten wir eh annullieren und greifen ihn mit über 9000 an für Game. So muss es sein, sehr, sehr geil. Und ganz kurz noch am Ende des Videos zeige ich euch nochmal das Deckprofil für die Leute, die zu faul waren, mein Deckprofil zu gucken. Auch wenn ich euch das sehr empfehlen würde, weil ihr da viel mehr über das Deck erfahrt. Außerdem zeige ich euch da Kombos und auch weitere Optionen und so. Aber wir gucken auf jeden Fall am Ende dieses Videos nochmal kurz auf die Liste. So, das nächste Duell ist gegen die neuen Gem Knights und ich fand die Gem Knights jetzt nie so mega geil, aber der neue Support ist wirklich, also super stark. Ich habe keine Ahnung, wie die Kombos genau funktionieren. Wir gucken uns das hier einfach mal an. Der Kombo, der ist relativ lange rum, aber das Deck kann auf jeden Fall sehr, sehr viel machen. Er hat Interruptions im Grave, auf dem Feld, hat also super viele Interruptions vor allem und ja, hat Zugriff auf Koloss, was halt mega geil ist so. Und ja, das Deck ist wirklich, wirklich strong. Wie gesagt, zur Combo kann ich nicht so viel sagen. Die Karten sind ja jetzt auch ganz neu raus, weil die Person schien es ziemlich gut zu spielen, weil das Board, was da am Ende liegt, ist schon ganz schön scary. Aber wir haben einen Lava-Golem, wir haben eine Instant-Fusion, also zwei gute Boardbreaker-Karten. Und das Wichtigste, wir haben schon Zugriff auf Exodia. Denn selbst wenn wir mit Exodia nicht OTK'en können, das ist mal ganz wichtig, haben wir ja trotzdem, gerade wenn wir den Blue Eyes auf der Hand haben, ja, drei Interruptions im Zug des Gegners. Das bedeutet, wir können meistens alles clearen. Und dann haben wir halt so viel, dass er eigentlich nicht wieder zurückkommen kann. Und in dem Fall hat der Gegner wirklich sehr, sehr viel. Also, wir reden gleich drüber, wenn das Board fertig ist, was er da alles hat. Hier ist auf jeden Fall auch noch den Koloss. Jetzt benutze den noch. Holt den. So. Sein Board sieht wie folgt aus: Er hat Azarune, die Statue, die halt eine Summon Negation ist. Er hat mit ihr hier einen Schuss, das ging uns ziemlich gut, weil wir unsere Monster ja in die Spell and Trap Zone erstmal legen. Das heißt, die Karte kann sie dann zerstören. Also zwei Interruptions. Er hat Koloss, was halt krass ist. Mit Little Knight, also beziehungsweise mit IP Little Knight, hat er dann nochmal zwei Interruptions, also sind vier.
Der hier ist auch eine Interruption, wenn er auf den Grave gelegt wird, also 5. Der hier ist auch nochmal ein Schuss, wenn wir Monster-Effekt aktivieren, also 6. Und dann hat er noch im Grave. Der hier ist auch eine, wenn eins durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird, also 7. Und was ich dann noch sehe, ist auf jeden Fall der neue Typ hier, auch Gemknight Holocore. Der ist eine Negation, wenn er ein Gemknight Fusionsmonster kontrolliert. Extrem krass, also 8 Interruptions, einige Negations auch dabei. Aber Lava Golem cleared auf jeden Fall schon mal einiges. Aber ganz kurz mal unser Top-Deck. Richtig geil, auf jeden Fall einfach mal den rechten Arm gezogen. Aber das Reaper hier zeigt ganz gut, dass das nicht schlimm ist, wenn wir diese Bricks ziehen, weil wir halt High-Impact-Karten haben wie Lava Golem. Jetzt hat er nämlich kein Gemknight mehr auf dem Feld, also kein Fusionsmonster. Das heißt, die Negation im Grave ist schon mal raus und die beiden Interruptions hier sind auch schon mal raus. Das war wichtig. Jetzt aktiviere ich unser Monster und jetzt kann er halt mit dem Rabbit die leider zerstören. Jetzt haben wir aber noch Instant-Fusion, rufen die und jetzt muss er eigentlich Little Knight benutzen, um den halt zu banishen. Und ich wusste, ja gut, jetzt hat er gerade keine Sache mehr, die unsere Exodia so rausnimmt. Deswegen mit Exodia greifen wir jetzt einfach mal richtig schön saftig an mit 6500 und kriegen in der Endphase noch unseren Set. Und das ist genau das, was ich meinte. Der Gegner hat halt immer noch gute Sachen, ne? So ist es nicht. Aber wir haben jetzt eine Spell Trap Negation, einen kompletten Board Wipe und wir haben ja einen Heart of the Blue Eyes. Oh nee, haben wir nicht im Grave. Stimmt, wegen Koloss. Okay, also haben wir in Anführungsstrichen nur 2 Interruptions, aber die Interruptions sind dafür sehr, sehr gut. Und wenn wir im nächsten Zug, wenn er uns nicht besiegen kann, und das ist halt sehr schwer durch diese Interruptions, und er hat nur noch 6 Karten im Extra-Deck, mit ihm hier kriegen wir Exodia wieder. Von daher war ich da eigentlich relativ entspannt. Das ist halt eine Negation und ich wusste, okay, er darf das Fusionsmonster nicht aufs Feld kriegen, sonst hat er halt eine Omni-Negation. Die kann er sich aber einfach zurückholen, aber jetzt aktiviert er sie und jetzt schieße ich sein ganzes Feld. Das heißt, er hat nichts zum Fusionieren, das heißt, die war egal und jetzt gibt er auf. Er hätte das auch safe jetzt im nächsten Zug verloren. Er konnte, glaube ich, nichts mehr machen. Ne? Wie gesagt, Extra Deck hat auch komplett leer quasi oder 6 Karten halt noch. Und er hat noch Koloss, den er einmal protecten kann, oder den hat er jetzt schon einmal protected. Das heißt, durch den nächsten Kampf wird er einfach zerstört und wir kriegen ja noch eine Exodia aufs Feld. Das heißt, wir greifen mit der ersten Exodia an, die hat dann 6500, beziehungsweise wir verlieren einmal 1000, also 5500, greift über ihn an und dann kriegt die Exodia nochmal die 5500 dazu, hat dann also 12.000. Ja, mega geil. Und wir hätten als nächstes Set Rotation gezogen. Ja, wäre auch sogar noch ganz gut gewesen, hätten wir sogar noch mehr Bodies aufs Feld bekommen. Ja, Exodia geht einfach gut ab. So Leute, das nächste Replay ist super weird. Ich habe nämlich keinen Starter auf der Hand. Ist nicht schlimm, wir haben so viele. Das heißt, mit einer Karte können wir schnell wieder in Place reinkommen. Habe dafür aber 4 Going Second Karten und ein Exodia-Bein, was schon mal super ist. Und der Gegner spielt ein ganz wildes Deck. Irgendwie Jubel, Tierlement, Thunder Dragon oder so. Finde ich an sich geil. So, ne? Wir gucken mal, wie es gelaufen ist. Und tatsächlich macht er jetzt Spirit of Jubel und ich werfe jetzt Ghost Mourner ab. Nee, nicht Ghost Mourner, Spooky Dogwood, so. Und er gibt einfach ab, weil er halt eine Negation hat. Und ja, jetzt auch noch die Handtrap. Aber ich weiß ja, dass die für uns relativ egal ist. Die Fuvalos, er kriegt nur einen Draw, wenn wir es richtig spielen, so wie halt jetzt. Und wir haben jetzt eine Exodia, die lustigerweise sehr schwach ist. Wir greifen jetzt an, machen nur 2000 Damage, aber der die Angriffspunkte bleiben ja. Und wir kriegen jetzt halt noch den Surge in der Endphase. Der Gegner aktiviert das Haffnis, kriegt sogar jetzt, er hat jetzt einen Draw, hat einen Nibiru gezogen, ist gegen uns auch komplett useless. Kann jetzt aber die machen, holt jetzt Jubel, greift jetzt an, aber das war nicht gut, weil Jubel macht ja uns keinen Damage. Nur wenn Jubel selbst angegriffen wird, kriegt der Gegner Damage. Deswegen, da hat der Gegner gemisplayed, weil jetzt ist unsere Exodia einfach nochmal stärker. Mit 4000 ist sie schon recht scary. Jetzt legt er sein Haffnis weg, um damit eine Summon zu machen. Und das ist an sich nicht schlecht. Ja, weil Winder einfach schon eine gute Karte ist. Aber wir haben halt Lava Golem, deswegen ist das komplett. Also wäre auch so egal gewesen, wir hätten einfach in die Battleface gehen können und schon gut Damage machen können. Die annullieren wir jetzt natürlich. Jetzt zerstören wir das ganze Feld. Jetzt können wir Exodia krass pushen. Wir brauchen halt dafür eine Sache in der Spell and Trap Zone, damit das geht. Ja, mit 14.000 Angriff. Und wir hätten noch 500 dazu bekommen im Damage Step. Nehmen wir das hier easy mit nach Hause. So, als nächstes haben wir ein Duell gegen Purely. Purely tatsächlich eigentlich schon relativ stark gegen uns, weil wenn wir Lava Golem und so benutzen, also manchmal haben die auch nur ein Monster auf dem Feld, wenn wir Lava Golem benutzen, kriegen die halt Sachen zurück durch ihre Spell. Da müssen wir wirklich Urtikaren, sonst wird es im nächsten Zug schwierig. Ja, und der Gegner muss jetzt aber auch relativ viel investieren, um was aufs Feld zu bekommen. Er spielt es aber tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Es ist purely Kashtira.
Und unser Gegner macht sie, was sehr gut ist, weil das ist, glaube ich, schon unser zweites oder drittes Duell. Weil der Gegner weiß, wenn wir Exodia machen, kann er sie mit einem Monster einfach annullieren, was sehr, sehr gut ist. Und wenn wir das Monster nicht loswerden, ja, bringt das halt nichts. Und ich habe jetzt keine anderen Optionen, deswegen mache ich es jetzt so. Er kann jetzt unser Monster noch, also unseren Zengenjin in Defense drehen. Er kann unsere Exodia einfach annullieren. Und das war schon gut gespielt von ihm, weil wir haben jetzt nicht so viele Plays. Und für die Leute, die sich fragen, warum habe ich jetzt nicht das Dorf der Hexe aktiviert, dann könnte er doch keine Spells aktivieren. Ja, das stimmt. Aber er kann ihn hier einfach wieder annullieren, beziehungsweise noch mehr Sachen machen. Er kann ihn jetzt nämlich auch einfach klauen. Dann haben wir kein Spellcaster mehr, dann können wir im nächsten Zug unseren Millennium Ankh nicht benutzen. Und ich wusste, ich habe zumindest an sich erstmal eine Negation. Und wenn er nicht das Richtige zieht, ist es für ihn gar nicht so leicht, uns zu OTK'en. Abgesehen davon, dass wir halt Ghost Sister haben. Das bedeutet, wenn ich gesehen hätte, er macht jetzt eine Special auf ein Xyz-Monster oder versucht das, dann hätte ich die benutzt und dann könnten wir eh nicht verlieren in dem Zug so richtig. So, genau, er macht das jetzt auch, klaut unsere Exodia. Ja, Purely schon einfach auch geiles Deck, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Playstyle ist auch wirklich cool. Jetzt beschwört er noch was aus dem Deck. Excavated 3 und kriegt die Field Spell, die an sich auch ziemlich gut ist, weil er jetzt in jeder Endphase hat auch Sachen bekommt. Und jetzt benutzt er seine Trap und das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht hätte er einfach warten sollen mit der Trap, weil er klaut jetzt zu unserem Monster, attached noch was, aber ich wusste, okay, durch die Trap wird er einfach in der Endphase weggelegt. Deswegen bin ich einfach in die Endphase gegangen, habe auch nichts gesettet, damit er seinen Effekt nicht benutzen kann. Und jetzt geht sein Monster halt weg und jetzt hat er halt nichts mehr. So, ne? Jetzt zieht er einen Shifter. Klar, er kann sich noch was zurückholen. Also er kann die wieder in den Sack mischen und er kann mit der Purely My Friend was suchen. Aber trotzdem, ich glaube, er hätte mit Purely Leap warten sollen einfach bis zu unserem Spielzug. Weil dann hätte er sie jetzt noch, könnte jetzt halt noch Damage mit ihr machen. Er könnte dann zumindest einen Zeus bauen, der ultra strong ist. Aber ja gut, hat er sich dagegen entschieden, ist ja auch in Ordnung, aber jetzt sieht es sehr gut für uns aus, weil ich wusste, okay, die Trap ist, wird er nicht häufiger als einmal spielen, wir haben so viele Life Points, wir müssen einfach nur in Purely angreifen und das können wir ganz entspannt machen. Ich hätte noch Lava Golem benutzen können, aber dann hätte er Sachen vom Grave zurückbekommen und ich dachte mir, nö, ganz ehrlich, sein Monster macht eh nichts auf dem Feld, was uns irgendwie schadet, deswegen gehen wir jetzt einfach direkt für Purely und für Game, weil wir 10.000 haben und sein Monster nur 100. So, dann haben wir noch ein ganz weirdes Duell, weil der Gegner hat angefangen und hat aber selber nichts. Spielt selber Kastira mit Boardbreakern und ich dachte mir, okay, erstmal gucken, was er da hat. Ich benutze die, ja, damit banisht er was. Kann man machen, aber es wäre besser gewesen, die für Sengenjin oder so zu haben, aber wir hätten trotzdem Exodia hinbekommen. Aber jetzt ist es halt noch ein bisschen entspannter. Wir werfen den Blue Eyes ab, damit wir direkt in Exodia kommen, weil ich wusste, okay, eigentlich haben wir jetzt Game und ich dachte, ja, wenn da eine gefährliche Spell oder Trap liegt. Und lustigerweise lag da sogar Droplet und die konnte er nicht mehr aktivieren. Selbst wenn er sie aktivieren hätte können, hätte es nichts geändert, weil ich hätte sie einfach annullieren können. Aber hätte er ein Monster auf der Hand gehabt, wäre das ganz anders gewesen. Deswegen Secret Village of the Spellcast, das ist super, um sowas wie Droplet halt zu umgehen. Oder er muss sie ja halt direkt benutzen und dann werden wir aber nicht mehr in den Angriff geforst, so. Ja, deswegen weirdes Replay, aber wollte ich euch nur mal zeigen, dass, ja, ich wollte euch eigentlich zeigen, wie gut Shifter in dem Deck ist. Ist auch, aber gerade gegen dieses Deck war es jetzt nicht besonders gut, aber so easy kann der OTK halt auch manchmal sein. So Leute, letztes Replay für heute gegen Six Samurai und ich war eigentlich wieder super confident, weil ich dachte, ja, ich glaube, die haben den FTK. Werfe ich meine Dogwood ab, aber die hat er einfach annulliert und ich dachte, oh nee, wenn jetzt ein FTK kommt, gucke ich mir die ganze Combo wirklich an. Ich glaube aber, also entweder es ging nicht mit den Karten, die er hatte, vielleicht spielt man es auch nicht mehr oder ich weiß es nicht, weil er baut jetzt auf jeden Fall nicht das krasseste Board und ich weiß, Six Samurai kann krasse Boards bauen und sein Board ist schon ziemlich gut, normalerweise zumindest, weil der hier sagt, wir können eigentlich nur eine Spell oder Trap jeden Zug benutzen, was schon gut ist. Und er ist auch vor Zerstörung protect, also wenn man Raigeki benutzt oder so, dann protected er sich und dann können wir keine Spell Straps mehr benutzen. Elch ist eine Monster Negation, meine ich. Und der hier macht nichts und dann hat er halt noch eine Imperm und ja, die. Also könnte damit theoretisch was vom Grave holen, aber ich benutze direkt Shifter. Jetzt geht das nicht mehr, weil er muss damit was auf den Grave senden, benutzt Lava Golem. Es geht jetzt alles immer sehr schnell. Wir machen Exodia, er hat Imperm, die können wir annullieren. Hätte er sich vielleicht aufheben sollen, falls er noch mehr hat, aber jetzt greifen wir sein Monster an. Er kriegt jetzt, also wir kriegen noch jetzt unseren Board Wipe.
Das heißt, wir haben jetzt zwei dicke Interruptions. Er verliert nochmal 1000 Life Points. Er holt sich jetzt noch ein Six Samurai Monster zurück. Er beschifft das noch aktiv. Deswegen dachten wir, komm, bevor er jetzt irgendwas Blödes macht, nuken wir sein Feld. Mit der einen Karte hätte er nicht mehr viel machen können. Wir hatten noch eine Spell Negation oder eine Trap Negation und ein Monster mit 8000 Angriff. Ja, deswegen, diesen Win nehmen wir auch easy mit. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz ins Deck Profile. So Leute, hier nochmal ganz kurz das Deck-Profile, ich gehe mal ganz schnell drüber. Es hat sich nichts geändert, das ist genau die Liste, die ich euch auch gezeigt habe. Eine Sache, die man überlegen könnte, wäre tatsächlich, ob man anstelle von, also natürlich die diskutabelsten Karten sind am ehesten Dogwood und Imperm, würde ich sagen. Vielleicht noch Instant Fusion. Aber ich muss sagen, Dogwood, jedes Mal, wenn sie kam, habe ich gewonnen, weil es einfach so geil ist, diese ganzen Life-Points zu bekommen und dann teilweise einfach den Zug abzugeben. Oder halt eine Exodia zu rufen, die über alles drüber rennen kann. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Die hat mich wirklich gut im Spiel gehalten immer. Deswegen, die werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Imperm ist eine Karte, bei der könnte man überlegen, ob man dafür einfach einen krassen Boardbreaker reinnimmt. Weil wenn wir in ein leeres Feld spielen, dann haben wir halt fast immer OTK. Andererseits ist die halt schon auch gut, um mal blöde Sachen aufzuhalten. Oder wenn wir mal First gehen müssen, ist die halt viel besser als irgendwie ein Raigeki oder so. Man könnte ja natürlich sagen, okay, man spielt Droplet oder so, aber das geht dann wieder mit Shifter nicht. Deswegen, ja, muss man gucken. Aber generell bin ich super happy mit der Liste. Ich habe tatsächlich die zweite Exort Fires of Rage nicht gebraucht. Im Deckprofil habe ich ja gesagt, ihr solltet die auf 2 spielen. Vielleicht passt es auch weiterhin so. Erstmal, aber ja. Und die muss ich auch sagen, die ist schon geil. Die ist gerade geil, wenn wir halt nicht mehr so mega viele Life Points haben. Dann ist sie super, um sie zu aktivieren, dass Exodia sich selber auf 10.000 pushen kann. Und das nicht von unseren Lebenspunkten abhängig. Deswegen würde ich die schon auch drin lassen. Ich bin aber sehr happy. Extra Deck könnt ihr ignorieren. Habe ich ja im Deck Profile schon gesagt. Ich habe hier nur die sechs wichtigen Karten. Ne, die sieben wichtigen Karten drin. Ja, die Nightmares sind gut. Ihn könnte man theoretisch noch einmal spielen, aber ich habe gerade nur 11 Karten im Extra-Deck, weil es einfach so egal ist. Ihr könnt natürlich noch mehr spielen, also solltet immer 15 Karten spielen, sei es nur für irgendwelche Utility-Karten, die in seltenen Situationen mal kommen können. Aber ich bin sehr, sehr happy mit der Liste. Side-Deck könnt ihr wieder komplett ignorieren, das waren Karten, mit denen ich rumprobiert habe, so. Ja, und Exodia, muss ich wirklich sagen, das Deck bockt mega. Es ist leicht zu spielen, es ist wirklich, wirklich stark trotzdem. Also, ihr könnt damit, habt ihr gesehen, krass Boards brechen. Und ihr könnt auch vor allem, das hat das Geile, wenn ihr wisst, ah, ich spiele gegen Tenpai, die werden mich first gehen lassen, dann zeitet ihr halt so Sachen, da können wir nochmal kurz drüber reden, über das Side-Deck, dann zeitet ihr Sachen wie Lava Golem raus, keine Ahnung, Instant Fusion zum Beispiel. Theoretisch sogar Shifter, weil die unter Shifter ja ganz okay spielen können. Aber Shifter, muss man sagen, Shifter ist schon auch nicht geil für Tenpai, ne? Die können darunter OTK'n, aber jetzt auch deutlich weniger entspannt als so. Also Shifter würde ich drin lassen. Aber dann könnt ihr solche Karten halt rausnehmen. Oder auch hier Village of the Spellcasters, wobei die gegen Tenpai schon extrem krass kommen kann. Also ihr könnt aber auf jeden Fall theoretisch dann Sachen rausnehmen, um dann einfach weitere Handtraps reinzutun oder so, ne? Das ist natürlich komplett euch überlassen. Ja. Und ja, auch Dogwood zum Beispiel ist gegen Tenpai schon gut. Nur Trident Dragon läuft da halt drüber. Aber alles andere gibt uns ja Life Points. Also wenn die nicht auf Trident Dragon kommen oder halt unter Shifter spielen müssen, dann ist Dogwood trotzdem gegen Tenpai auch richtig, richtig geil. Von daher, das nur mal so als Denkanstöße. Theoretisch kann man halt auch Extravaganz oder so spielen, aber das Deck ist eh konstant genug. Also wirklich, ich bin kein einziges Mal gebrickt. Ich habe, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so ultra viele Duelle gemacht, aber schon so 20 Stück oder so. Also. Sieht schon ganz gut und ich bin wirklich kein einziges Duell gebrickt, also kein einziges. Ich könnte jedes Mal Exodia rausbringen oder halt zumindest versuchen, Exodia rausbringen. Klar, wenn irgendwie theoretisch 8 Negations liegen, dann geht das manchmal halt nicht, aber das Deck hat nie gegen sich selbst verloren, das will ich damit nur sagen. Jo, und das war's soweit erstmal von mir, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne Like, Kommentar und Abo da, würde mich extrem freuen. Checkt den Link zu Gates of the Games in meiner Beschreibung aus. Drückt die Glocke, folgt mir auf Instagram und den ganzen Bums und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Euer Francis Gaming.